So, guten Tag miteinander. Es gibt mal wieder ein Themenhole. Und ich habe jetzt echt ein paar Videos vor mir. Ich habe ein paar Päckle kommen. Deswegen würde ich sagen, ich schnappe mir jetzt einfach willkürlich irgendeins davon. Irgendeins davon. Und dann fangen wir irgendwo mit dem Video mal an. Oh je, oh je, oh je, oh je. Muss ich tatsächlich echt ein paar Videos drehen? So muss ich auch echt sagen. Mir schnacke geil, denn. So, jetzt soll ich gerade mal die Überblendung umschalten. Mir schnacke geil, denn. Wir gehen da drunter auf den Tisch. So, das erste Päckle haben wir schon mal. Also, ich habe die letzte Zeit echt zu viel bestellt und ich muss leider sagen, ich habe auch noch gar nicht aufgehört mit Bestellen. Aber die Sachen, die sind teilweise echt so günstig und dann kriegt man immer wieder irgendeinen Rabattcode und irgendwas und hin und her, dass man halt echt sagen muss, also Temu kann bei manchen Bestellungen bei mir auf jeden Fall kein Geld mehr verdienen. Und ich weiß gar nicht wie. Und dann gibt es ja nochmal eine Besonderheit. Temu hat ja die 30 Tage, oh, wie heißt das, Preisdifferenzgarantie. Und das ist halt echt, das ist Schotterwahnsinn. Ich bestelle halt was und dann warte ich einfach 30 Tage. Oder ich warte 30 Tage, sondern ist ein bisschen aufwendiger. Das heißt, ich muss immer wieder meine Bestellungen aufmachen und muss dann, da gibt es so einen Preis, so einen Button. Jetzt gucke ich gerade mal, ob ich das vielleicht echt zeigen kann. Da jetzt sieht irgendwo meine Adresse drauf statt. Ja. Gehen wir mal auf meinen Monitor. Hier steht zum Beispiel eine ganz neue Bestellung, was ich gemacht habe. Dann gehe ich hier drauf. Und dann kann ich hier drauf klicken, Preisanpassung. Dann klicke ich da drauf. Dann sucht die Temu-Seite letztendlich selbstständig, ob irgendein Artikel reduziert worden ist. Und dann kriege ich von Temu auch den günstigeren Preis. Und ich habe viel bestellt, vieles davon ist schnell da. Das heißt, ich muss jetzt erstmal die Bestellung der Hanna suchen. Und die muss ich wahrscheinlich ziemlich weit untersuchen, weil ich inzwischen echt so einen Haufen bestellt habe. Aber da habe ich ja noch die Suchfunktion bereits zugestellt. Dann dürfe ich mir vielleicht inzwischen ein bisschen einfacher. Ja. Also, ich gehe jetzt mal auf die bereits zugestellte Bestellungen und ich glaube, ich habe jetzt sogar die Bestellung gefunden. Und zu der Bestellung gehört noch mal was dazu. Was jetzt in dem Paket drin war, da ist ein T-Shirt separat im Extra-Paket verschickt worden. Ich kann jetzt einfach mal geschwind gucken, ob ich das. Ob ich das Paket, weil das ist gestern zugestellt worden. Ob ich das Paket dazu auch finden will, dann muss ich jetzt wegen eurem T-Shirt ein extra Video machen. Jetzt gehen wir mal runter auf den Tisch und dann mache ich mal das Ding da hin auf. Und wenn da das T-Shirt rauskommt, dann habe ich jetzt echt das Richtige verwischt. Ich hoffe einfach mal ganz stark. Nein. Eben gleich, wir haben das falsche Paket aufgemacht. Das gehört nicht zu dieser Bestellung dazu. Ja, das ist ja egal. Dann gibt es halt auch nochmal ein extra Video. Fangen wir mal mit den Schuhen an. Für die Schuhe habe ich gezahlt
3,43 € und die haben da inzwischen auch schon eine Preisanpassung aktivieren können. Die haben da, ich weiß nicht, wie viel der Preis gesunken ist, aber ich habe definitiv noch mal ein paar Cent zurückgekriegt. Aber die sieht echt ein bisschen groß aus. EU-Größe 43, aber ja, keine Ahnung. Sieht ein bisschen groß aus. Boah, die stinkt auch. Aber ich ziehe jetzt einfach so einen Schuh mal an. Ja, der ist tatsächlich auch ein bisschen groß. Das sind halt so, also ich weiß da, vor Jahren sind so ähnliche Schuhe, war die Zeit lang echt modern und die haben da auch solche Ketten und die bin da, ich habe keine Ahnung, zig Kilometer damit auf jeden Fall rumgelaufen. Ich fand die echt immer mega praktisch und angenehm, dass ich denke, an solche Schuhe möchte ich jetzt nochmal haben, weil die, nein, weil es halt letztendlich auch bloß eine Erinnerung haben, dass ich die damals gern trage haben. So, aber passen tun sie tatsächlich, obwohl die optisch echt ein bisschen groß aussieht. Aber die passt auf jeden Fall. So, 3,43 € sind die. Das steht viel Geld. So, und dann gehen wir wieder runter auf den Tisch. Dann kommt hier eine weitere Perücke raus. Perücke habe ich zwei Stück in der Lieferung mit drin. Die hier Perücke da hat. 3,77 € kostet. Ist natürlich für meine Mädels hinter mir. Da ist jetzt auch nochmal separat im Netz drin. Aber ich probiere die jetzt in der Probe an, sondern wir gucken jetzt einfach mal geschwind das Produktbild an. Wie gesagt, 3,77 €. Aber es ist eine Haarverlängerung. So sollte es auf jeden Fall aussehen. Ah, das wird tatsächlich in die Haare mit reingesteckt und somit hat man Haarverlängerung. Also da weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, ob ich das meiner Puppe so direkt einfach anziehen kann. Jetzt kostet es aktuell 4,18 €, was ich gerade gesehen habe. Jetzt muss ich es doch ausprobieren. Da gehen wir nochmal runter. Dann packen wir das jetzt einfach doch mal aus und dann gucke ich mir das Ganze mal an. Das ist keine Perücke, das ist tatsächlich eine Haarverlängerung. Das sind so Klammern drin. Dann kann man sich das irgendwie in der vorhandenen Haare festschnallen. Also dazu braucht man dann auf jeden Fall Haare. Und dann kann man das ja genau. Da ist eine Klammer mit drin. Klack, klack. Ja, ich mache die Klammer jetzt zu. Auf jeden Fall kann man das dann irgendwie mit in die vorhandene Haare, was man schon hat, mit Eiklammer und dann hat man einfach längere Haare. Jetzt meine Haare, die sind so kurz, dass ich das dort einklemmen kann. Und in dem Fall habe ich das tatsächlich falsch bestellt, weil es gar keine Perücke ist. Ich kann mit so einer Haarverlängerung eigentlich wirklich viel anfangen. Weil da müsst ihr deine Mädels hinter mir eine Perücke anziehen und auf die Perücke die Haarverlängerung mit drauf machen. Das macht eigentlich irgendwie keinen Sinn. Also tatsächlich, das ist dann meine erste Fehlbestellung. Da habe ich was bestellt, was keinen Sinn macht. Ja. Aber, ja gut.
Das kann ja letztendlich auch mal passieren. Gehen wir wieder runter. 3,77 € schlecht investiert. Das hier ist eine Perücke mit blonden Strähnen. Und ich hoffe, das ist ja, das schaut auch dann eine Perücke. Und nicht Haarverlängerung. Und könne die Mädels hinter mir vielleicht sogar ein paar Jahre älter machen. So. So, also das ist jetzt tatsächlich eine richtige Perücke. Jetzt muss ich gerade mal googeln. Seht ihr eigentlich viel? Ich ziehe jetzt einer der zwei Puppen hinter mir jetzt einfach mal so, ja, die Perücke an. Oh, ein bisschen Kreuzschmerzen habe ich. So, weil die haben aktuell beide so rote Haare und die sieht, die rote Haare, die muss ich schon sagen, das sieht echt richtig gut aus. Gefällt mir eigentlich. Aber das Tolle ist halt, dass man so Puppe eine komplette Typveränderung geben kann, indem dass man die einfach umzieht und mal ab und zu andere Haare entzieht. Ja. Start, der war echt gar nicht schlecht, also. Oh, jetzt so hier im Kamerabild. Sieht es echt gar nicht so verkehrt aus. Lass dich klären. So, dann ist schnell bis Komma. Was ich der Puppe jetzt definitiv mit anziehe und das Honey glaubt. Also ein Nachthemd, das habe ich bestellt in Größe S und in Größe S und nochmal Größe S. Also zweimal und tatsächlich da steht S drauf und hier auch. Also ein Nachtkleid habe ich bestellt. Beides mal in Größe S. Bestellt habe ich das mit Sicherheit auch wieder, weil es günstig war. 1,91 €. Sprich, die zwei. Hinter mir könnte das dann auch wieder im Partnerlook anziehen. Beautiful. Und dass man das jetzt einfach mal sieht, kann man jetzt dann nochmal geschwind auf meinen Monitor. Weil da können wir uns da das Bild dazu angucken. Das hilft wahrscheinlich dann einfach ein bisschen mehr als daher, dass ihr euch das halt einfach vorstellen könnt. Also ist dann Nachtkleid, Schlafkleid, ganz leger. Ich habe 1,91 € dafür bezahlt. Inzwischen ist der Preis auf 2,51 € gegangen. Also die Preise, die ändert sich bei Temu tatsächlich immer. So, und da fehlt jetzt noch das T-Shirt. Die zwei Nachtkleider haben wir. Die Taschenlampe haben wir uns noch gar nicht anguckt. Die Clocks haben wir uns anguckt. Die Haarverlängerung. Die Perücke. Aber es fehlt auf jeden Fall nur das T-Shirt. Das hat 3,03 € gekostet, darum habe ich das gekauft. Aber jetzt habe ich da noch so eine ganz billige Taschenlampe gekauft. Und die billige Taschenlampe, die möchte ich mit euch auch noch schön angucken. Jetzt soll ich bloß mal die zwei Nachtkleider schnell weg. Und man sieht auch, hinter mir habe ich doch da so eine Box. Und die Box, die füllt sich so langsam echt mit Klamotten. Das ist echt der Wahnsinn.
Ich habe bis jetzt zu viel bestellt und ich habe ja jetzt noch mal ein paar Sachen für die Mädels bestellt. Aber jetzt gehen wir noch mal runter. Jetzt gucken wir uns mal die Lampe an. 2,31 €, das ist doch richtig, richtig billige Lampe. Die wollte ich, keine Ahnung. Die habe ich schon ein paar Mal gesehen, aber dann habe ich mir gedacht, naja, die brauchst du eigentlich bestellen, weil die wird, denke ich mal, echt so gut sein. Aber da die bei Temu eigentlich viele positive Bewertungen hat und da die auch sehr viel verkauft wird, dann denke ich, die probiere jetzt dann doch mal aus. Also muss auf jeden Fall ein älteres Modell sein. Weil wir haben hier noch ein Micro-USB-Ladestecker. Und das ist die Lampe. Die ist aus Kunststoff. Da kann man dann praktisch auch den Lichtkegel größer oder kleiner machen. Hier kann man sie laden. Hier kann man sie einschalten und das schaltet, ja, das ist schon sehr lummelig und labil aufgebaut. Also eigentlich kann ich so eine Taschenlampe wohl sagen können, die gehört zu meinem Beuteschema. Aber vom Licht her ist die eigentlich tatsächlich gerade mal so schlecht. Und dass die bloß 2,31 € kostet, macht die eigentlich schon ganz ordentlich Licht. Dann kann man die ja auf einen Mini-Mini-Punkt hinzoomen. Das ist ja echt phänomenal. Und das sieht man dann auch. Ich weiß nicht, ob ihr das aussieht, aber da. Das ist jetzt rund der Lichtstrahl und da kommt so ein richtig eckiger. Ja, ich kann es euch auf der Kamera leider nicht einfangen. Vielleicht auf dem Tisch. Und auf dem Tisch ist es eckig, aber ihr seid rund. Da ist die Lichtquelle zu hell, dass die Kamera das jetzt so richtig managen kann. Auf jeden Fall für 2,31 € eine doch sehr günstige Lampe, wofür den Preis echt richtig hell ist. Also da kann man jetzt echt gerade mal meckern. 2,31 €. Ich meine, ich habe die auch schon für 2,28 € gesehen, aber das ist dann ein paar Cent, wo sich das vielleicht noch unterscheidet. Können wir uns ja mal geschwind die LED angucken. Was hier verbaut ist, da ist natürlich keine so große LED drin, da ist eine verhältnismäßig kleine LED drin. Die kann ich jetzt dann halt durch das, dass das Oberteil verschiebbar ist, kann ich halt den Fokuspunkt letztendlich von der LED ein bisschen versetzen und dann wirkt sie optisch hier zwar als größer, in Wirklichkeit wird aber halt einfach das Licht gebündelter und fixierter auf eine Stelle geleuchtet und die Scheibe hier oben, ja, die ist eigentlich doch recht schmutzig. Frisch aus der Verpackung raus, extrem schmutzig, aber es sind keine Kratzer drin. Da ist schon gerade gemeint, da sind vielleicht Kratzer drin. Ja, also kleine, doch sehr helle Lampe. Kann man sich definitiv ins Auto legen. Als Notfalllicht. Aber von der Verarbeitung her würde ich eher sagen, dass ich da enttäuscht bin davon. Und das ist dann auch der Grund, warum ich eigentlich die ihr heute schon länger bestellt habe. Aber sie macht ein helles Licht. Natürlich jetzt. Absolut kein Vergleich zu der Lampe, was ich erst schon mal bestellt habe. Die ist auch noch mal kleiner. Und die ist im Vergleich auf jeden Fall wesentlich heller. Wenn man gerade mal das Mädel dahinter ausleuchtet, da ist die echt richtig hell ausgeleuchtet. Das schafft diese Lampe hier auf jeden Fall weiter. Da ist die schon einiges dunkler, aber einiges günstiger. Mit einem integrierten Akku.
Können wir mal machen. Das ist vielleicht so eine Taschenlampe, die kann man mit ins Geschäft nehmen, in den Werkzeugwagen einlegen. Wenn man dann irgendwas im Schraube ist, wo man schlecht hinsieht. Ja, also, für das ist das Video eigentlich ganz kurz, war hätte können mit so wenig auspraktisch, ist es jetzt doch schon wieder 20 Minuten lang war. Deswegen beende jetzt auch das Video. Wir haben ja nochmal ein paar Videos zum Abdrehen. Wir sehen uns dann zum nächsten Thema holen. Tschüss.